Aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Wie schön, dass Sie eingeschaltet haben. Freuen Sie sich mit uns auf diese wunderbaren Gäste. Sie gilt als die rote Rebellin, die Edmund Stoiber auf dem Gewissen hat. Jetzt will sie Norddeutschland erobern, indem sie Bürgermeisterin von Sylt wird. Ich bin gespannt, wer sich da warm anziehen muss. Gabriele Pauli! Dieser Mann ist vor 2 Tagen unglaubliche 70 geworden und hat eine Geburtstagssause veranstaltet, die meisten von uns in Angst und Schrecken versetzen würden. Begrüßen Sie den Mann, der eine Naturgewalt ist, Reinhold Messner. Warum sein Manager zwischendurch Toilettenputzdienst hat, das möchte ich wissen von einem der wirklich erfolgreichsten deutschen Musiker, der auch noch ein unglaublich spannender Mensch ist, glaube ich. Begrüßen Sie Clouseau! Von dieser großherzigen Schauspielerin will ich wissen, wie es kommt, dass sie nicht nur so überzeugend eine Altenpflegerin spielen kann, sondern dass sie auch gut versteht, wie ältere Menschen ticken. Hier ist Anna Loos. Ihr Pferd ist Franzose, sie ist waschechte Norddeutsche und zusammen sind sie ein unschlagbares Team. Bei den Weltreiterspielen hat sie gerade 2-mal Gold für Deutschland geholt. Hier ist Sandra Auffarth. Wir sind so stolz, dass wir diesen Weltstar heute Abend bei uns haben. Es ist eine Frau, die längst zum Kulturgut Deutschlands gehört, auch wenn sie Griechin ist. Sie wissen, von wem ich spreche. Herzlich willkommen, Nana Mouskouri. Dieser Mann kämpft wie ein Löwe und zwar immer für seine Ideale und im Moment gegen die Ungerechtigkeit an deutschen Gerichten. Ich glaube, er hat eine ziemliche Wut im Bauch. Norbert Blüm! Musik heute Abend von Clouseau, Anna Loos und unserem unvergleichlichen Gottfried Böttger.